Draußen momentan unglaublich stickig. Oh ja. Echt nicht schön draußen rumzulaufen. Den Plan The Birth of Napgear? Nee, den habe ich nicht. Lass mich raten, den kriegt man, wenn man sein Neptune auf 50% hat. Nein, 100% wird es nicht. Ich möchte nur True Ending machen. Und irgendwas anderes, worauf ich jetzt irgendwie neugierig geworden bin, wollte ich jetzt auch machen. Aber dafür brauche ich von diesem blöden Vogel, der hier gleich vor uns auftaucht, ein bisschen Fleisch. Jetzt. Bitte. Vogel, erscheine. Danke. Also, ich habe für die Shares heute Morgen so ein kleines bisschen geguckt, was ich so machen muss, um die so ein paar zu bekommen. Die Others habe ich jetzt mittlerweile, wie gesagt, auf Null gebracht. Lowy, Planet, Lowy, Lastation und Leanbox sind alle auf über 20%, was ich ja fürs True Ending brauche. Ich habe hier die Coupling-Fähigkeit Limit Break. Ja, wie gesagt. Bis die Planeten mal über 50% hat, dauert wahrscheinlich noch. Und jetzt will ich nur dieses, ja, was auch immer Uni ist, da mal zusammenbekommen. Oh, das kann sogar missen. Auch gut zu wissen. Hat doch nicht bei dem dummen Bincho daneben. So, krieg ich jetzt dein Fleisch, bitte? Danke! So, dann haben wir jetzt Plan. Moment. Factory Nummer 9, Add Enemies. So, und jetzt bekommen wir von dort, von einem starken Gegner, Stuff, den ich haben möchte. So, Factory 459. Wahrscheinlich Deus Ex Machina. Das klingt schon so böse. Risky Foe. Du da hinten siehst mir aus wie so eine Deus. Ne, vielleicht auch nicht. Oder hat das. Oder laufen jetzt zwei Deus Ex Machina rum? Ich fülle erstmal mit X-Drive wieder auf. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Also die Gegner machen mir schon mal fast keinen Schaden. Wollte ich gerade sagen, natürlich. Also du bist wahrscheinlich kein Deus Ex Machina. Schauen wir mal, ob da hinten irgendwo einer rumläuft. Du siehst mir schon eher aus wie einer.
Du siehst groß, böse und gefährlich aus. Nein, du bist nur ein Seta-Hirobo. Geh dann mal, ne? Und weg. Dann gehen wir mal ein Gebiet weiter. Ist auch noch irgendwie so ein Riesenteil. Da ein Deus Ex? Das ist auch noch so ein normales Teil. Du da? Nein, du bist nur Suppression Prototype. Hui, du kriegst auch eine Menge KP dazu. Ups, wollte fliehen. Du bist nur wieder Sahirobo? Bist du doch ein Deus Ex? Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall böse aus. Doch, du bist ein Deus Ex. Okay, dann muss ich nur mein Team kurz mal ein bisschen umstellen. Mach auf jeden Fall Schaden. Ach nein, drück mal den falschen Knopf. Ich glaube, mein Chat ist wieder hängen geblieben. Ups, schnell ins Menü einmal gehen. Ich habe keine Ahnung. So, einmal Plutia nach vorne, bitte. Das Riesenteil, ja. Natürlich genau dann, als ich das Ding gerade gesucht habe, dann hängt sich der Chat erstmal auf. Habe ich noch jemand anderen, der gut magischen Schaden machen kann? Weil das Ding ist, glaube ich, doch sehr magisch anfällig, wenn dann. Du hast eine hohe Intelligenz. Hast du noch magische Angriffe? Cyberconnecto. Space Skills. Nee, die sind physisch. Wir hatten noch Gutes. Wer weiß ich nicht. Du bist doch magisch. Wie sind so deine Werte, Mages? Ja. Falcon, Broccoli, Marvelous. Broccoli, wie wär's mit dir? Skills von Broccoli. Sah physisch aus. X-Drive. Ist auch physisch. Nee. Ah, Moment. Wer hat Spiral Break? Wer macht keinen wirklichen Magieschaden? Wie ist denn dein Magieangriff? Können wir mal schauen. Oh, doch, 1400? Achso, du bist Leader, deswegen. Probieren wir es einfach mal. Ich brauche nur mal eben kurz ein Item mal kurz tauschen. Und zwar von Tekken. Gib mal das Histibus-Bookmark mal her. Und gib das mal. Bringt dir das was? Ja. Also das Bookmark ist nur für Histi. Ja. War hier irgendwo noch ein Speicherpunkt in der Nähe? Direkt vor der Tür. Okay. Ey. Ach, da bist du hin. Achso, du hast eine neue Attacke gelernt. Oh, nice. Guck mal, Maus. Wie sag mal, Histi ist ja sowieso dabei. Boah.
Hat guten Schaden schon mal gemacht. So, HDD on. Bist du irgendwie nackter als vorher? So, wie viel macht das denn so? Die Attacke habe ich auch schon oft genug gesehen. Macht auf jeden Fall Maximum Damage. So, und du boostest hier so ein bisschen rum. Verteidige mal kurz. Und die auch einmal boosten. Nein, sag mir doch nicht meine Intelligenz. Ich habe sie gerade erst erhöht. Schau mal drauf, wie viel Schaden ich machen kann. Ne, gefühlt nichts. Dann darfst du mal versuchen. Ja, sie hätte das gut gebrauchen können, weil ich glaube, sie hätte gerade Maximum Damage und Masse machen können damit. Kann ich hier quasi mit wieder das wegmachen, indem ich einfach das erhöhe? Und dann kriegt sie direkt wieder runter, ne? Kannst du die mal bitte in Ruhe lassen? Weißt du, Histi kriegt gerade ein Power-Up und kriegt es direkt wieder runter. Der Typ hat was gegen Histi. So, jetzt aber. Mal gucken, wie viel es mit erhöhtem Angriff machen kann. Joa, ne? Doppelter Schaden. Als das von eben. Wobei ich glaube, wer hätte im Endeffekt doch mehr Schaden gemacht. Ups, tut hier tot. Kann ich? Kann man bitte Return to Title? Ich möchte den Kampf nochmal gerne etwas anders angehen. Ein ganz klein bisschen anders. So, du musst wieder dein eigenes Bookmark. Wer schnappt dir mal Histis Bookmark? Wir probieren das mal nochmal etwas anders. Jetzt tue ich dir mal ein bisschen mehr weh. So, mach das mal dein HDD. Lass mal verteidigen. Wobei, du hast... Stärke und Intelligenz. So, dich einmal boosten. Schau mal, wie viel Schaden das jetzt so macht mit dem Limit Break. Schade, jetzt kommt die gar nicht mehr über die 9090. Ansonsten Thunderblade Kick. Ja, probier's vielleicht mal aus. Yo, das macht gar nicht mehr über das Maximum. 25.000. Ja gut. Achso, stimmt. Du kannst ja für mehrere gleichzeitig machen. Da war ja was. Da. Wie viel Schaden machst du denn damit? Boah.
Hat auf jeden Fall guten Schaden gemacht. Boom, boom. Warte mal, Spyro, das hat doch die meisten Schaden gemacht. Huch. Wirklich macht sie mehr Schaden als eben. Kann es sein, dass man noch mehr Schaden hat, wenn Guard schon so ein bisschen runter ist? Joanne. Und natürlich bekomme ich nichts. Wie immer. Jo, das waren ein paar Level-Ups. So, machen wir unseren X-Drive erstmal wieder voll. Dann prüfen wir den nächsten. Ich bekomme doch was. Level-Ups. Und Gaudimann, vielen, vielen Dank für 13 Monate Treue. Auch schon eine ganze Menge. Vielen Dank dafür. Und dann nebenbei die Rush-Attacken mal machen. Was ich auch gerade vorher zwischendurch mal gelesen hatte, ist irgendwas mit Ignore Enemy Traits. Wir hatten sowas. Da, Falcom. Jetzt ist die Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache, heißt das, ich habe jetzt beide Fähigkeiten drin, also sowohl Ignore Enemy Traits wie Null Stats Decreases, oder wie genau ist das gemeint? Oder hat nur Falcom die Fähigkeit drin? Oder Broccoli zum Beispiel auch, oder Cyber Connect. Haben nur die dann die Fähigkeit drin? Wenn ich das so mache? Oder macht dann auch oder ist der Charakter, der quasi verpartnert ist, vorne dann mit der Fähigkeit bestückt? Wo ist noch ein zweiter Gegner? Ach, dahinter. Da kommt die Fähigkeit von Natur aus? Echt? Nee. Okay, also Tekken bekommt die Fähigkeiten, die bei Falcom gelistet sind und umgekehrt. Das heißt, Tekken hätte jetzt theoretisch Ignore Enemy Traits als Fähigkeit drin. Moment, wo wäre nochmal? Ich habe immer wieder eine Life Ring. Fähigkeit nur vom Partner. Okay. Probieren wir das nochmal mit Tekken aus. Party nochmal kurz wechseln. Das heißt, Tekken müsste jetzt eigentlich massig Damage machen an dem Vieh. So, booste dich einmal kurz. Oh, die hätte auch für beide boosten können. Okay, das muss ich mir merken. Und du machst mein HDD. あなた気に入った。だから、どう
Bei Status sehe ich noch die Fähigkeiten der Charaktere. Das ist gut zu wissen. Muss ich gleich mal schauen. Mal eben 12 Hits. Instant. Aber Stärke von Tekken ist noch hoch, okay. Darum geht's mir nur. Was mich jetzt frage, hat Agi Mentalität? Ah, und Tech runter, schade. Eigentlich müsste Raijinken unglaublich viel Damage machen, oder? Boah, 50.000 ist okay. Aber das müsste jetzt unglaublich viel Schaden machen, weil seine Mentalität gesunken ist. Also mehr als eben dann noch. Hat es mehr gemacht? Ich glaube nicht. Aber ich sehe gerade, die Intelligenz von Dingens ist auch gesunken. Guck, wie die Tendit-Kombo macht. Boah, auch so 6000. So, füllen wir es nochmal auf, wenn du noch einen Thunderblade kick. Hat sie noch ihre Intelligenz? Ja. Ich glaube, Chat hängt wieder. Tut ja komischerweise recht oft. Frag mich nicht warum. Oder auch nicht. Es hat aber niemand was geschrieben. Ihr bösen Leute. Hat das mehr Schaden? Ich glaube nicht. Also hat im Endeffekt Vera noch den meisten Schaden gemacht mit dem Limit Break. Hauen wir ihn einfach um. Magical Reactor 4. Yes. Kannst du mir gleich mal kurz bitte sagen, wie viele Erfahrungspunkte ich bekommen habe aus dem Kampf? Bei irgendwie habe ich das. Ich glaube, ich habe mich gerade verguckt. Das war ganz schnell weg, du hast total schnell weggeklickt. Verdammt. So. System. The Birth of Uni. Na dann. Haben wir jetzt auch gemacht. Ein kleines Event in La Station. Von Histoire. Noir-san, Noir-san, ちょっといいですか?イストワールじゃない。どうしたの? Noir-san に合わせたい人がいるので、ちょっと来てくれませんか? 私に合わせたい人? 誰かしら? So, irgendjemanden möchte sie treffen. 来たわよ、イストワール。お待ちしてました, Noir-san. はじめまして。私、ユニって言います。私はノワール。ラステーションの女神よ。そんなこと言わなくても知ってるわよね。で、イストワール。この子は一体誰なの?迷子?ノワールさんの妹です。あ、そうそう、ユニの妹です。オッケー。私の妹。とうとう私もお姉ちゃんか。って、そういうことじゃなくて。先の戦いで過剰に増えたラステーションの視野が元になり、新たな女神が誕生したんです。それがこの子ってわけね。いいわ。
私が一人前の女神にしっかりと育ててあげるわ。いい？私は妹だからって甘やかさないから。何やってるんですか、ノワールさん。ユニさんはまだ生まれたばかりなんですよ。いきなり怖がらせてどうするんですか。Also gerade frisch geboren, quasi. Ich habe mich ein bisschen überrascht. Ich bin jetzt nur eine Sache auf der Arbeit, also sei beruhigt. Ja, danke, Mädchen. Danke, Juni. Jetzt haben wir Juni im Team. Sie hat Lichtschwarz, sie haben beide Lichtschwarz gelernt. Juni Teams up. At Colosseum Fight. Frisch geboren und frisch zusammengelötet. Unis Improvement Plans. Warum ist denn? Level 1. Ja gut. Ein bisschen böse. Aber dafür, dass sie Level 1 ist, hat sie Werte wie Histoire. So ein bisschen. Guter Angriff auf jeden Fall schon mal. Was sagt denn dein Equipment eigentlich? Eine Rifle? Nichts Besonderes? Nur Good Pendant? Da kam gerade was rein. Moment. Du hast viel auf dich genommen, für die süße kleine Juni zu erschaffen. Dafür gibt es nochmal 15 Pudding-Punkte. Vielen, vielen Dank, Starwolf. Wir haben jetzt Juni. Und kann anscheinend auch CPU von... Ui. Du hast eine große Knarre. Aber den anderen Nationen machen? Ich glaube nicht. Ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass Leanbox und Planeptune erstmal so ein paar Punkte noch dazu bekommen. Einfach mal fürs Ende. Okay, das nimmt Lowy was weg. Irgendwas? Das nimmt Planeptune weg. Lowy. Irgendwas, was Leanbox gibt und... Das Station, das ist Level 200. So, wieder Lowy. Okay, andersrum. Habe ich irgendwas, was, irgendwas Leichtes, was Lowy gibt? Wie viel brauche ich denn da? Eigentlich muss ich es noch einmal machen. Und dann brauche ich noch irgendwas, was 2% an Lowy gibt. Das ist ein bisschen zu stark. Das hier. Okay, dann machen wir erstmal das. Ja, ich habe auch allgemein, glaube ich, nicht genug MB, um die anderen noch zu machen. Oh, ich hätte die vielleicht nochmal auswechseln sollen. Ja, ich will auf jeden Fall das True Ending machen. Das auf jeden Fall. Wechsel, Wechsel, Wechsel. True Ending ist ja jetzt nicht so schwer. Achso, im ersten Durchgang kann man sowieso nicht alle bekommen. Da hat man nicht genug Speicher. Das ist gut zu wissen. Hat man denn in New Game Plus dann auch viel mehr MB oder wie genau läuft das dann? Oh, cool, Unilevel. Ups, habe ich da irgendwas gewählt? Okay. Diese Fanfare ist echt viel zu laut. Okay, du hast wieder Histis Bookmark. Dann muss ich jetzt nur einmal hier nochmal wechseln. Party. Was hat Pichi eigentlich für ein Equipment noch? Ach ja, den Sherry Side. Der so ein bisschen die Werte erhöht. So, und Status wollte ich jetzt gucken. Wo kann man das denn sehen? X-Ability. Ah! Ignore Enemy Traits direkt. Okay. Dann brauche ich Falcon ja gar nicht dafür. Dann... Achso, Neptune hat auch Ignore Enemy Traits. Das ist gut zu wissen. Und du kannst nicht paralysiert werden von Plutia. Das ist gut. Dann kann ich mal schauen. Wir hatten noch was Interessantes. Magic Damage Reduced. Oder Required SP runter.
Wert überhaupt? Nee, das hättest du sowieso nicht. Poison Mule required a spirit use? Nein. Bist du mit ihr so ein bisschen dicker? Nein, auch nicht. Bist du mit Mages dicker? Ja. Hast du auch weniger SP-Verbrauch. Ah, bei NG Plus behalte ich die Sachen und sammle die nochmal oben drauf. Also so gut. Keine Statusveränderungen und SP-Reduzierungen. Das ist auch nicht schlecht, ja. HDD SP Consumption. No. Shortens Weight. Ich glaube, da gefällt mir das hier noch am besten. Weniger SP-Verbrauch und die, ich meine Werte nicht mehr gesenkt. Ja, das ist gut. So, wir haben jetzt Lowy 24, Leanbox 18. Das heißt, ich kann die eine Mission machen, um Leanbox jetzt ein bisschen was zu geben. Die hier. Schottens Welt, da sind die Charaktere öfters dran. Das klingt auch nicht schlecht. Moment, die kriege ich doch, oder? Wenn ich mich so drehe? Nein? Okay. Dann brauche ich gleich nur noch eine gute... diese Block-Animation sieht so super von ihr aus. Ach, und ich behalte auch noch meine Level. Ach, wie nett. Vielleicht mache ich ja irgendwie dann, wenn ich hier fertig bin, nochmal so einen privaten New Game Plus. So. Und damit ist jetzt auch Leanbox auf 25. Jetzt müssen wir irgendwie Planeptune noch ein bisschen hochziehen. So, wo kriege ich denn Planeptune-Punkte? Das senkt Lowy, das ist besser nicht. Das hier. Level 55. It is year 0. 3%. Ich brauche noch 16, also müsste ich es 8-mal machen. 8-mal? 6-mal machen. Dann hätte Planeptune auch genug. Sonst noch irgendwas, wo Planeptune plus und Lastation minus? Da. Nee. Nein, das ist das einzige mit Planeptune Plus und Last Station Minus. Dinger sehen seltsam aus. Eigentlich kann ich ja meine Skills doch voll raushauen, weil... hiernach kommt doch eh dann wieder, bin ich wieder draußen. Ich kann das sortieren? Echt? Moment, das müssen wir gleich nochmal machen. Aber ich habe jetzt ja gesehen, was. Oh, das hat gereicht. Mach den Level 99er Kampf. Ja. Rip me, sag ich dazu nur. Moment. Oder das Fenster ein bisschen verschoben. Dropkick, ist der Attacke neu? Also, es war nur ein Hit. Ein Jinken all the way. Kundenheilung 100.000 plus. Ach ja, wenn es weiter nichts ist. So, sortieren. Ah. Ah, hier sind die ganzen, wo man Planeptune-Sachen bekommt. Na dann. Dran, aber
Wie viel zieht denn? Reicht denn Fujinken eventuell auch aus? Wie viel zieht denn Wing of Light ab? Oder mit Werts Spezialattacke oder mit Ifs Magieangriffe? Kann ich auch mal gleich mal ausprobieren. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die alle treffen, ist es auf jeden Fall viel praktischer. Okay, das ist nur ein Schlag. Das bringt nicht viel. Ich kann ja mal gucken, was ich noch so alles habe. SP-Skills. Wir hatten gute magische Skills, die viele Gegner treffen. Ein Fancy Rain trifft so ein bisschen. Fancy Rain? So, if meintet ihr Demon Flames. Oh, oder La Delphinius. Oder mit wer? Sylphid Spear. Ich kann ja mal If ausprobieren. Tekken, du gehst mal kurz. Ne, du bist nicht If. If. Da. Kolosseum. Mal bitte für Planeptön ordnen. Schauen wir mal, ob das leichter geht. Kann auf jeden Fall weit laufen und trifft alle damit. Die Frage ist, wie viel Schaden machst du damit? Boah, wenn man ihr so einen kleinen Boost noch gibt, dann könnte sie damit echt gut Schaden machen. Viel fehlt da ja nicht mehr. Equipment. Wo ist denn Tekken? Gib mal Histis Bookmark rüber. Hier, nimm mal deine Seele. Gib dir deine Seele wieder. Hört intelligent schon so ein bisschen. 150. Vielleicht reicht das ja schon. So langsam holt Uni mit dem Level auf. Eine Animation kann man mit L auch überspringen. Das ist auch gut zu wissen, so am Ende des Spiels. Gut. Wie gesagt, gut zu wissen, zum Ende des Spiels, dass man Animationen überspringen kann. Jetzt mal warten, bis die Animation, bis die Fanfare durch ist. Zack, zack. Oh, ich glaube, ich habe nicht alle erwischt. Besser spät als nie. Ja. Dumm die Dumm. Geht ja schon gleich viel schneller so. Ich glaube einmal noch. So, hast du auch nie im Spiel gesagt wurde, hey, damit kannst du Animationen skippen. Tu es. Schade, ich komme nicht an alle dran.
Warte mal, Moment. Ich habe echt schon vor sehr langer Zeit mal Animationen übersprungen. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. So, kriege ich euch alle? So kriege ich euch alle. Und die eine hat geblockt. So, haben wir jetzt auch alle 20% mindestens? Jo. Also nochmal kurz zur Bestätigung. So wie es jetzt gerade steht, kann ich das True Ending bekommen, oder? Um nur nochmal sicher zu gehen. Okay, True Ending voraus. Haben wir noch irgendwas, was hier irgendwo rumsteht? Da haben wir noch was. Moment. CPU-Block. Ah, guck mal, My Younger Sister. Ich habe eine Ankündigung. Durch eure Shares wurde eine neue Göttin geboren. Ihr Name ist Uni. Sie ist meine jüngere Schwester. Hallo, hier ist Uni. Ich werde mein Bestes tun. Sie ist ein gutes Mädchen, also unterstützt sie auch. Okay, 20% für alle und Other 0. Das haben wir. Dann kaufe ich nochmal ein bisschen was ein. Healing Pots. Oh. Ich habe mittlerweile ein bisschen Geld, sehe ich gerade. Hier mal noch ein paar SP-Charger. Und Energy Fragments. Ah, komm, ich habe gerade Geld. Falls ich davon nochmal was brauche. Bei Nepal ist, glaube ich, sogar für Tekken und Pichi besser. Ich sag mal, 25 jetzt zu erreichen, wäre wahrscheinlich auch kein Ding, aber naja. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt immer noch ein Momentchen Werbung und dann gehen wir in Richtung Finale. Hier hin. Bis gleich.
Hallo. Wir sind wieder da. Also es wurde hier im Chat noch geschrieben, 25%, weil das wohl einfach schön aussieht, aber es muss nicht wirklich sein. Wenn ich da so sehe, von Level von 250 bis 300, nee, danke. So, ich glaube, sonst ist hier nirgendwo irgendwas los. Da oben ist ein neuer Dungeon, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir gehen nun wieder nach Planet Neptun rein und gucken uns in Compass Apartment das nächste Event an. Alle noch ein bisschen angepisst von der Sache gestern. Mit der Zitrone. では逃げたマジェコンの行き先ですが、どこを探しても手がかりが見つからないんです。ちゃんと探したの？各大陸の教会やISさんの仲間の力を借りて3日かけて徹底的に調べたんです。困りましたわね。今まで受け身だった分、次からは打って出ようと思っていましたのに。 ゴミ虫どもが。あれ、魔術師いないよ。おそらくこの声は天界から下界中に発信されているもの。見える人はフォンセレスティアス。天界。これより私は神の力をもって下界を消滅させることを宣言する。追い詰められてるくせに相変わらず口だけはでかいじゃない。ですが、 Okay, sie möchte machen, dass die vier Länder ineinander knallen. ことができるの。女神を超える存在となったマジェコンヌならできます。プラネテューヌが壊れちゃうですか？プラネテューヌだけじゃないよ。このままじゃルイ、ラステーション、リンボックスもみんな壊れてしまう。Wäre das P vorne nicht dran, würde es wäre überall L dran. Dann wäre es Lanetune, Lowy, Lastation und Leanbox. Wo ich alle nebeneinander gesehen habe. Nara, sassato tenkai ni itte, Majekon no buttobasu nari nannari shite tomeru shika nai wa. Hōhō wa sore shika arimasen. Sassoku tenkai ni ikimashou. Tenkai itte, dou yatte iku n desu? Sōi eba, yoku namae wa kiku kedo, itta koto nai yo ne.